Oh, verschwinde, du alles Monstervieh, du... Das war ja bloß ein Traum. Hilfe! Hilfe! Das ist aber kein Traum. Hilfe! Das ist Fridolin! Fridolin! Fridolin, wo steckst du? Hier bin ich! Hilfe, ich werde gefressen! Fridolin! Ich helfe dir! Ey, verschwinde, du alles Monstervieh! Lass Fridolin in Ruhe! Oh, oi, oi, oi. Michel, das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Ich dachte schon, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Oh, danke, dass du mich gerettet hast. Na klar, du bist doch schließlich mein allerbester Freund. Aber sag mal, was ist das für ein komisches Ding hier, das dich da fressen wollte? So etwas habe ich ja noch nie gesehen. Ich auch noch nicht. Als ich heute Morgen aus unserer Höhle kam, ist es einfach auf mich herabgeschwebt und hat mich verschluckt. Vielleicht ist es ja eine Art Riesenqualle, so durchsichtig wie das ist. Na, dann sei bloß froh, dass es keine Feuerqualle war. Wer weiß, ob ich dich sonst hätte retten können. Oh, Feuerqualle, sag doch so etwas nicht, Michel. Da wird einem ja Angst und Bange. Hilfe! Hm? Hilfe! Hörst du das, Fridolin? Was denn, schon wieder ein Monster? Unsinn, das würde doch wohl nicht um Hilfe rufen. Es ist Esmeralda! Esmeralda! Sie braucht Hilfe, beeil dich, Michel! Ja, ja, ich bin ja schon da. Oh nein! Dieses Monster hat sich so dicht um ihren Kopf geschlungen, ich habe Angst, dass ich sie verletze, wenn ich mit meinen Zähnen zupacke. Ja, dann bin ich wohl diesmal dran, was? Traust du dich? Klar traue ich mich. Ich muss nur Anlauf nehmen. Eins. Mach schon. Zwei. Beeil dich. Und die letzte Zahl heißt drei. Hey, verschwinde, du alles Monstervieh. Lass Esmeralda in Ruhe. Zeig's dir, Fridolin. Mach schon. Ja. Los. Du sollst weg von Esmeralda. Lass sie in Ruhe. Ja, du hast es geschafft, Fridolin. Warte, ich pack sie. Diese olle Monsterqualle. Ja, lass sie bloß nicht entkommen, Michel. Nö, nö, keine Sorgen. Ha. Ey, so, ich hab sie. Pass bloß auf, hat sie dich nicht auch noch verschluckt? Ach was, sie verschluckt niemanden mehr. Vielen, vielen Dank, ihr zwei. Ach, nichts zu danken, Esmeralda. Mich hatte heute Morgen auch so ein Vieh verschluckt. Aber dem habe ich's gegeben. Also, ich meine natürlich, wenn Michel die olle Qualle nicht zerfetzt hätte, dann säße ich wohl immer noch in ihrem Bauch. Das war keine Qualle, Jungs. Keine Qualle? Nein. Aber wir dachten, weil die so durchsichtig sind. Das dachte ich zuerst auch, denn Meeresschildkröten können nicht gut sehen. Und ihr wisst ja, meine Lieblingsspeise sind Quallen. Aber als sie sie fressen wollte, hat sie sich einfach um meinen Hals gewickelt. Dann weiß ich, was das für Dinger sind. Na was denn? Dann sind das bestimmt Wickelschlucker. Hä? Was für Dinger? Na, Wickelschlucker. Vielleicht, aber auch Schluckwickler. Oder es ist eine Tüte. Eine Tüte? Ja, das kannst du mir ruhig glauben, Fridolin. So etwas nennt man eine Tüte. Eine Tüte, du meine Güte. Du kennst dich also aus, Schmetterlingsfisch. Dann sag uns auch, wo diese Tüten herkommen. Wo leben sie? Tüten sind keine Lebewesen, kleiner Michel. Tüten werden von den Menschen gemacht. Nur leider lassen viele Menschen diese Tüten einfach ins Meer fallen. Dort sinken sie dann zu Boden, verheddern sich an den Korallen oder Wasserpflanzen und schon viele Meeresbewohner haben sich an diesen Dingern verletzt oder sogar vergiftet. Viele Meeresschildkröten sind schon gestorben, weil ihnen genau das gleiche passiert ist wie dir, Esmeralda. Oh je. So eine Gemeinheit. Dann gibt es also noch mehr von diesen Tütenmonstern?
viel mehr, kleiner Michel. Schau dich um. Überall im Meer kannst du sie inzwischen finden. Das ist ja das Problem. Boah, das sollten wir uns aber nicht gefallen lassen. Recht hast du. Los, komm, hier bei uns sammeln wir die Tütenmonster ein. Genau, die werden uns nicht entwischen. Los, hier ist noch eine. Schlepp sie nach vorne, Michel. Wir wollen sie hier nicht. Ah. So. Hey, Dr. Fisch, Clownsfisch, wollt ihr uns helfen? Ja. Habt ihr auch noch eine Tüte entdeckt? Hier hinten. Stimmt, hier ist auch noch eine. Boah, die hat sich verfangen. Warte, ich schneide sie los. Schnipp, schnapp, los. Und jetzt raus damit. Klasse. Gut gemacht, aber passt auf, dass ihr euch nicht verheddert. So, ich glaube jetzt haben wir alle Tütenquallen eingesammelt. Naja, aber was sollen wir jetzt mit ihnen machen, Michel? Tja, vielleicht sollten wir sie in einer dunklen Höhle verstecken. Ach, was ist denn, wenn jemand versehentlich in diese Höhle hineinschwimmt? Naja, dann sollten wir vielleicht... Diese Tüten sollten wir in jedem Falle bewachen, damit sich niemand mehr daran verletzen kann. Bewachen? Aber Schmetterlingsfisch, wer soll denn diese Tüten für immer und ewiglich bewachen? Na, ich nicht, auf gar keinen Fall. Wir sollten die Tüten auf dem Meeresboden vergraben. Vergraben? Und was ist, wenn jemand sie zufällig wieder ausbuddelt? Na, dann sag du doch mal was, wenn du so schlau bist. Naja, die Tüten kommen von den Menschen. Ich finde, dann sollen die Menschen ihre Tüten auch wieder zurücknehmen. Oh, gute Idee, aber wie soll das funktionieren? Oh, das weiß ich leider auch nicht so genau. Siehst du, also doch besser verstecken. Nein, vergraben. Nein, 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 besser bewachen, das ist viel sicherer. Nein, verstecken. Vergraben. Verstecken, also, verstecken, verstecken. Was meinst denn du, was wir machen sollten? Wenn die Menschen diese Tüten ins Meer gegeben haben, sollten die Menschen nicht sich bemühen, sie wieder aus dem Wasser, vollkommen richtig, machen wir das gemeinsam, hilfst du mir? Super, komm bitte. Was macht ihr da draußen? Kennst du mir diesen Kübel? Warte ein bisschen. Was soll das denn werden? Keine Ahnung, du. Wo? Ja, danke. Oi, Vorsicht! Ah, jetzt verstehe ich. Ihr schnappt euch die alten Tütenmonster. Ha, raus damit! Hey, hast du das gesehen, Michel? Einfach schnapp und weg. Genau, komm, wir helfen ein bisschen. Hier ist noch eine. Und hier unten haben wir noch mehr davon. Okay. Raus damit! Hey, die will wohl entkommen. Boah, komm gar nicht in die Tüte. Die soll auch noch weggeschnappt werden. Hast du sie? Hab sie. Sehr gut. Ich glaube, jetzt ist alles wieder sauber. Warte mal, ich werde mich mal umschauen. Super. Ja, sieht so aus. Ich kann hier nirgendwo mehr eine Tüte entdecken. Ich auch nicht. Ach, also ist endlich alles wieder sauber. Na ja, so gehört es sich schließlich auch, nicht wahr? Was für eine tolle Geschichte. Das muss ich unbedingt überall im Meer erzählen. Alle sollen davon erfahren. Alle Fische und Schildkröten, Seepferdchen, alle Schnecken und Muscheln, alle Seegurken. Und ich muss mich von diesem ganzen Stress erst einmal erholen. Na dann schlaf gut, Esmeralda. Gute Nacht.
Du, Michel, hast du gesehen, wie ich mit diesen Tütenmonstern gekämpft habe? Den habe ich gegeben, was? Rechts und links? Ja, ja, du warst ein richtiger Held. Naja, eigentlich warst du ja der Held. Du hast mich zuerst gerettet. Naja, und du? Du hast Esmeralda gerettet. Na, und dann haben die Zuschauer uns gerettet. Stimmt, dann sind die Zuschauer vielleicht auch Helden. Ja, wir sind alle miteinander Helden, was, Michel? Ja, das glaube ich auch. Los, ab in die Höhle, Michel, ich bin ganz schön müde. Ja, ich auch. Held sein ist richtig anstrengend. Gute Nacht, ihr da draußen. Träumt was Gutes. Am besten von uns. So, Michel, jetzt mach mal ein bisschen Platz. Ja, mach dich gar nicht so dick. Aber nicht auf mich drauflegen.